Hallo, liebe Glasauge-User. Hier ist wieder Evolution, heute mit der Sendung Deutschlands schönste Orte. Wir sind hier in der Weinstraße. Das ist natürlich einer der schönsten Orte Deutschlands. Abgesehen von den dunklen Seiten Baden-Württembergs. Rasende Schwaben, rasende Sportwagen, die jetzt hier gleich wieder ansonsten sehr, sehr idyllisch. Wir wollen die Weinstraße langgehen. Vorsehen, Sportwagen, Sportschwaben. Ich muss mich hier einfach ein bisschen an den Fahrstil anpassen. Kann ja hier nicht als Berliner Weichei langschleichen, Frau. Weingarten. Das ist ja auch lustig, ne? Ein bisschen wie Weinstraße, Ihr Name. Geht es mit der Kamera? Nicht, dass es zu sehr verwackelt, das Bild. Versuchen Sie einfach ein bisschen die Bewegung auszugleichen, Frau. Weingarten. Wir sind beim Schab Ludwig, ein ganz bekannter Winzer, und die Traube ist reif. Der blaue Falter, dafür ist der Schab Ludwig berühmt. Da kann man auch gerne mal hier eine Traube naschen. Ja. Ganz erlesen. Sie hätten doch auch sagen können, dass die Traube sauer ist, Frau Weinstein. Jetzt muss ich mir das Gesicht verziehen vor der Kamera. Der Ort St. Martin, das Herz der deutschen Weinstraße. Ganz beeindruckend schön. Kein Müll auf den Straßen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich meine Kippe entsorgen soll. Es gibt nämlich auch keine Mülleimer oder so. Ich werfe sie hier einfach in den Goldbach. So, da haben wir das entsorgt. Gehen wir weiter. Also ich könnte jetzt mal eine Rebe verköstigen, Frau Weinschlau. Ja, dann müssten Sie aber fahren dann. Ja, die sind ja eh Anti-Eulen. Hier ist doch was. Kommen Sie, das kosten mal hier. Hier wird man abgefüllt. Das ist hier die Station. Hier haben wir einen Traubewunder. Also ich habe. Sie können ja nicht, Sie müssen ja fahren. Aber ich dachte, wenn man hier ist, dann muss man natürlich. Dann muss man. Nicht wahr? Der hat einen ganz guten, fruchtigen Abgang. Der ist nussig und schlürft sich. Und preiswert hier beim Produzenten. Also hier für den Traubewunder zahlt man. Was haben Sie jetzt bezahlt, Frau Weinbau? 3,60. Ich proste mal zu, obwohl Sie nicht. Sie können ja vielleicht einen Saft oder so. Einen Traubensaft. Wollen? Ja. Jetzt sind wir hier beim Geißler Weinfest heute. Der Weißwein ist da. Und der ist lecker. Die Lese nehmen wir. Ja, ich fühle mich ganz außerordentlich wohl und glücklich. Nur der eine, der war so ein bisschen so. Der ist wie Saft. Nehmen Sie auch mal, den gebe ich Ihnen. Und ich nehme die hier, das sind meine. Wein ist Geist, der bringt Mais gute Laune. Das ist das Wollfisch, das ist traditionelle Wollfisch, schon seit 65 Jahren. Ist ja. Hier ein Wollfisch, die Krähnung von einer Wollprinzessin. Ja. Und die kommt immer aus einem anderen Wolken. Und dann sind Sie die Wollprinzessin? Nö. Das ist einfach ein Glück. Das fand ich toll. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich einfach so in meinen Weingarten gehe und dann einfach ja ein Jahr aus hier in dieser wunderbaren Gegend meinen Wein pflanze. Und da will man auch gar nichts anderes. Da hat man seinen Wein und ja. Das sind so die einfachen Dinge des Lebens. Da würde ich auch gerne tauschen, würde ich sagen. Da würde ich gerne mein stressiges Leben als Top-Journalist in Berlin-Mitte, da würde ich gerne tauschen. Meinen Sie nicht auch, Frau Weinbach?